rauchige Stimmung und viel Feuer. Seit fast 20 Jahren wird in Trier American Football gespielt. Aber ein Stadtduell hatte es im Seniorenbereich noch nie gegeben. Am Wochenende hatte sich das mit dem Landesliga-Derby zwischen den Trier Stampers und den Wolverines geändert. Besonders brisant dabei, die Wolverines haben sich erst vor 1,5 Jahren von den Stampers abgespalten. Und zwar nicht im Frieden. So wollte Stampers-Trainer Mike Scholers unbedingt einen Heimsieg vor den 450 Zuschauern in Heiligkreuz sehen. Die Wolverines kamen zwar als Außenseiter, hatten sich aber einiges vorgenommen. Auf dem Platz aber war es dann eine klare Sache. Dank einer sehr starken Verteidigungsarbeit kamen die Stampers zu einem 32-2 Sieg. Die erste Runde im Stadtduell ging damit an die Nashörner. Aber auch in diesem Jahr stehen noch 3 weitere Duelle an. Auch dort wird Feuer drin sein.